Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Epos Beauty Lounge. Heute wieder das Sonntagsvideo. Es ist ja Sonntag, Muttertag. Uiuiui. Da habe ich leider nichts vorbereitet. Nee, doch. Ich habe hier einen Kuchen gebacken. Das ist doch auch schön, oder? Das ist der Look. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob ich doch den Look machen kann mit dem roten Lippenstift. Aber den roten Lippenstift habe ich jetzt noch nicht drauf. Das machen wir am Ende zusammen. Ich habe erstmal nur das Auge fertig gemacht und das machen wir gleich zusammen. Ich stecke mal mein Haar weg. Ja, ich habe Haare geschnitten. War ja wieder so Wildwuchs, ey. Das ging gar nicht. Ich habe es mir jetzt noch ein bisschen mehr schräg so. Geht, ne? So, wo ist jetzt das andere Ding? Keine Ahnung. Ich habe mich wieder in meinen Fummel geschmissen, extra für euch. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich würde euch zwischendurch noch mal ein paar Sachen erzählen. Wie gefällt euch das überhaupt? Also hier habe ich schon Wimpern aufgeklebt und den Eyeliner gezogen, weil das dauert immer am längsten. Also wir fangen an mit einer Basis. Ich habe hier die Urban Decay Primer Potion. Und die kommt dann auf das gesamte Lid. Und ein bisschen nach unten natürlich. Ich muss jetzt wirklich durch die Kamera hier schminken. Und das verteilt ihr schön. Müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr den Eyeliner da nicht beschädigt, wenn ihr vorher den Eyeliner macht. Ich war im Kino. Die Freunde von meinem Mann hatten ja die Idee, lass uns X-Men gucken. Wolverine. Oh nee, ich habe gar keinen Bock drauf. Hat mich von meinem Mann noch gestritten, weil ich da nicht hin wollte, ne? Ich will jetzt diesen scheiß Scherenfilm. Mit diesen Händen hat er ja irgendwie diese. Und dann kommen diese Dinger da raus, so. Extra noch so, nee, ich will da nicht hin. Dann kommt das Vanille da drauf. Ich mache das jetzt mal da drauf. Also das ist ein hier sehr heller Vanilleton. Und der kommt auf das gesamte Lied. Ja, wie gesagt, ich habe dann zu ihm gesagt, nee, ich will da nicht hin, du scheiß X-Men-Film, ne? Weil das ist ja immer so, ich weiß nicht, wie man das nennt, Science Fiction oder keine Ahnung, aber auf solche Filme habe ich aber gar keinen Bock, ne? Und dann sind wir da hingefahren. Ich schon voll schlechte Laune, gar keinen Bock gehabt. Wie das so bei Frauen ist. Ich meine, es gibt bestimmt wirklich Weiber, die stehen da drauf, aber ich bin eigentlich überhaupt gar nicht der Typ. Und dann waren wir im Kino. Und der Film. Der Film war der Oberhammer. Also sowas. Oh, dieser Schauspieler, ne? Wie hieß er? Hugh Jackman? Hugh Jackman? Ich glaube irgendwie sowas. Oh, Baby. Oh mein Gott, der sah ja wohl so geil aus. So eine geile Sau. Ach ja, war so oft geil, ne? Aber der sah mal echt gut aus. Und ich hab da echt nur noch gestaunt und war dann noch so. Sag mal, sag mal. Aber der sieht ja echt mal Hammer aus. Und der Film war echt gut. Und jetzt will ich natürlich die anderen Teile auch gucken, weil die kannte ich noch gar nicht. X-Men 1, 2 oder 3 oder was das da gibt. Aber Hauptsache erstmal mit Henning Kloppen. Nee, ich will da nicht hin. Oh, das ist natürlich mal peinlich, ne? Aber das Allerschlimmste, was die mir mal angetan haben, war, die hatten die Idee, komm, jetzt gucken wir mal Herr der Ringe. Alle drei Teile. Und ich war schon so, oh, nee, gar kein Bock. Herr der Ringe, ja, genau. Ihr nehmt jetzt hier so ein Swiss Chocolate, ist das? Das ist so ein matter Braunton und der kommt in die Lidfalte hier rein. Und das machen wir mit dem 222. Also ganz leicht in dieses Swiss Chocolate heißt das. Ich schreibe euch das gleich auf. Und das kommt hier in die Lidfalte, damit das euer Auge bisschen Tiefe. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Naja, was war dann? Ja, genau. Dann waren wir ja, saßen wir hier zu, glaube ich, zu fünft oder sechst oder siebt auf der Couch hier. Da passen ja echt viele Leute drauf. Und dann saßen wir da und dann ging dies los, ne? Oh. Wie lange ging? 3 Stunden oder so? Eine Folge, ey. Und da war, danach war ich, ich hatte die ganze Zeit gesagt, Frodo, du Scheißschwuchtel, ey. Bist du immer in der Lage, diesen Ring da, den Ring aufzupassen? Oh, hat mich so aufgeregt. Und danach konnte ich Frodo gar nicht mehr sehen. Ja, schon der Name, Frodo. Es gibt jetzt bestimmt welche, die sagen, Herr der Ringe, geilste auf der Welt. Aber nee, danke. Auch so wusste ich gar nicht. Und danach, als es dann fertig war,
Ich glaube, um 4 Uhr nachts waren wir dann fertig und nee, ging gar nicht. Naja, das kommt hier auf jeden Fall in die Lidfalte rein und das wird dann verblendet. Kann man erkennen, ne? Das hat das Auge ein bisschen mehr Tiefe. So. Das ist ein ganz einfacher Look. Dann nehmt ihr einen Pencilbrush von MAC und dieselbe Farbe, Swiss Chocolate, dippt ihr ein, zweimal rein und das kommt dann nach unten, aber ganz leicht nur. So circa bis zur Hälfte. Und den Rest füllt ihr wieder mit Vanille aus, hier vorne. So, ich muss ja mal hier in die Kamera gucken. Und verbindet diese zwei miteinander. So. Ja, aber wenn es irgendetwas gibt, was ich ja hasse, ne? Das ist mir gerade letztens passiert. Du stehst da mit deinem Auto, blinkst die ganze Zeit, wartest, dass der Typ aus dem Parkplatz rauskommt und willst da rein und was ist? Es schnappt dir einer den Parkplatz weg. Boah, da werde ich auf Ausfall, da flippe ich aus, ne? Es geht gar nicht. Ey, da werde ich auf Beleidigung. Und das war sogar eine Frau, ne? Geht gar nicht. Da werde ich richtig sauer. Beim Autofahren sowieso, ey. Da bin ich so aggressiv. Und wenn da so ein Schleicher oder so kommt, ich meine, mit meinem Smart. Mein Smarty kann ich eh nicht so schnell fahren, höchstens 135. Aber trotzdem, ey, geht gar nicht. Ich bin so aggressiv bei Autofahren. Ihr auch? Weil würde mich mal interessieren, also eine Situation, wo ihr so zu Michael Myers werden könntet, wo ihr morden könntet. Irgendeine Situation, wo ihr dachtet, oh, es geht gar nicht mehr. Was ist es? Das würde ich gerne wissen. Schreibt mir das mal bitte. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Genau das hier unten verblenden. Hier unten braun, hier in der Vanille. Und dann habt ihr halt die Wimpern aufgeklebt und die tuscht ihr jetzt. Ich habe keine Wimperntusche, macht nichts. Und soll ich jetzt nochmal holen? Nee. Also ihr tuscht das hier unten dann auch noch ganz leicht und hier oben auch. So, dass dieser Bogen hier schön an der Kante so. Also ihr solltet auf jeden Fall, ich denke, dieser Look geht super mit falschen Wimpern. So, dann nehmt ihr einen weißen Kajal. Und der kommt dann in die Wasserlinie rein. Das öffnet wieder euer Auge. Ja. Und ich finde, zu so einem schwarzen Kleid oder so, wenn du dann deine Lippen rot betont. Oh, seht ihr meine Nägel? Ich habe sie gerade gemacht. Das Fingernagelvideo kommt nächste Woche. Guck doch mal, wie toll das aussieht. Da finde ich, kann man gut so ein roten Nagellack tragen, ein bisschen so sexy. So, also jetzt kommen wir auf die Lippen. Bevor ich anfange, tue ich da so eine Creme drauf. Das ist Augen-Make-up, den Augen-Make-up, Augenpflege. Den habe ich mir bei Maggi abge. Maggi. Maggi, Maggi? Weiß gar nicht. Abgeguckt den Trick. Ja, das schöne schön Feuchtigkeit. So. Und dann mache ich da etwas Puder drauf, damit das mattiert und der Lippenstift noch ein bisschen länger hält. Dann habe ich hier einen Lip Liner. Ich hatte ja euch den Lippenstift von LR vorgestellt. Das war echt der geilste rote Lippenstift. Jetzt kann man es sehen. Jetzt kann man sehen, wie rot er ist. Der ist echt knallrot. Davon habe ich natürlich auch den Lip Liner. Und damit zieht ihr euch einen Strich. Das ist jetzt schwierig, ich muss in den Spiegel gucken. Also ich fange mal von der Mitte an und ziehe den nach außen. Ich habe voll die schmalen Lippen, ne? Geil. Unten genauso. Also bei diesen roten Lippen ist die Umrandung sehr, sehr wichtig. Das soll so
wie gemalt nachher aussehen, ne? Also da ist ja vorsichtig sein. Hier auch. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht so gut in die Spiegel gucken kann. So, und dann ist es so, dass ich die Lippen komplett mit dem Lip Liner ausmale. Erstmal. Eine schöne Grundlage. So. Und dann nehmen wir den Lippenstift. Wo habe ich den hingepackt? Hier. Noch was, was ich so hasse. Geht gar nicht. Ich sitze mit. Und nee, ich bügel. Henning sitzt auf der Couch, guckt Fernsehen, guckt Nachrichten, sonstiges. Und ich, dann sagt der Nachrichtensprecher irgendwas und ich sage, Henning, was hat er. Henning, was war da jetzt? Und dann so, wie, wer, was, wie, wo, wer hat was gesagt? Kennt ihr dieses Idiotische, diese Antworten? Wer? Wie? So, nix checken. Ey, da krieg ich. Da werde ich auch zu Michael Myers. So, ihr nehmt jetzt diesen roten Lippenstift. Ich mache es nicht mit dem Pinsel, weil ich keinen habe. Und dann tragt ihr den einfach auf. So. Oh mein Gott. Also der ist richtig rot. Es sieht vielleicht etwas pink aus in der Kamera, aber er ist rot. Ja, es ist echt heftig. Und das Ding ist, dieser Lippenstift von LR, der hat den ganzen Abend, ich war auf einer Hochzeit, der hat die ganze Zeit gehalten. Ich musste kein einziges Mal nachziehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Lip Liner lag, den ich davor gemacht hatte. Aber echt heftig. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr so einen Rot sucht, dann holt euch den. Ich glaube, der kostet 6 Euro. Schieß mich tot. So, wenn ihr jetzt übergemalt habt, oder so, oder um diese Kontur noch ein bisschen zu betonen, dann nehmt ihr einen Concealer und tupft das hier. Ich mache das mal so ganz leicht. Ja, und dann. Das sticht dieses Rot noch ein bisschen mehr hervor. So, jetzt hole ich noch Rouge, das habe ich leider vergessen. Oh, ich muss euch noch gleich was hierzu erzählen. Geht sofort los, ich hole das eben. Jetzt nimmt ihr einfach ein Rouge. Ich habe hier einen von P2 und ganz leicht hier nur betonen. So, ich finde, das ist ein sehr klassischer Look. Da kann man nicht viel falsch machen. Also hier Lippenstift. So sieht es aus am Ende. Ich habe jetzt hier nicht getuscht, aber ihr könnt euch das trotzdem vorstellen. Und jetzt wollte ich euch nochmal was zu dem Set erzählen. Ich setze mich mal hier hin. Und zwar war ich bei meiner Schwester, also nicht bei Seda, sondern bei Fulia. Und sehe dann in ihrem Schlafzimmer, sie hatte 10 Packungen von diesem Vichy-Set. Und da sage ich zu ihr so, sag mal, Julia, wo hast du die denn her? Ja, meine Kollegin oder meine Freundin arbeitet in einer Apotheke und da gibt es diese Entdeckungssets gerade gratis.
Dann bin ich gerade zur Apotheke gestern gerannt und habe mir dieses Probenset geholt. Und da ist auch Make-up drin und so. Das Make-up habe ich gerade drauf. Was ist da? Oberhammer. Also ich glaube, das werde ich mir holen. So ganz viel Reinigungs-, Waschlotion und Körperbalsam und Lift aktiv. Und das ist alles in diesem Set drin. Und das Ding ist, wenn ihr ganz links seid, so wie ich es manchmal bin, dann geht ihr zu 10 Apotheken und holt euch 10-mal dieses Set. Und nicht schlecht, ne? Ich glaube, es ist schon ein bisschen her. Also ihr müsstet euch jetzt nochmal beeilen, um dieses Set ergattern zu können. Also macht euch auf den Weg und holt euch das Set. Also das Make-up ist der Oberhammer. Und davon gibt es auch noch ein Anti-Age-Set für unsere älteren Damen unter uns, ne? So, meine Lieben, ich glaube, es war's jetzt erstmal. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich finde, er ist ganz toll. Und Fingernägel, wie gesagt, kommt auch bald. Und was mache ich am Mittwoch? Was mache ich am Mittwoch? Lasst euch überraschen. So, bis dann, meine Lieben. Und ja, an alle Mütter da draußen, schönen Muttertag. Ihr seid die Besten. Bis dann. Tschüss.